So, heute Tag 2. Ich sitze mal wieder vor der Halle. Leute kommen alle gerade erst mal an. Und ja, ist noch wieder. Was haben wir denn jetzt? Wir sind heute später angefangen. 10 vor 11, aber die Leute haben noch keinen Bock auf Eis. Das kommt erst alles nach dem Mittag wieder. Ich bin aber heute schon wieder gut gerüstet. Ich habe mich schon wieder vorsichtshalber zugetaped, damit ich gar nicht erst wieder, so eine rote Hand bekomme. Muskelkater hält sich eigentlich in Grenzen. Gehen wir mal rein, gucken wir mal, was da los ist. Wird schon wieder voll. Hier umzusetzen und das, dafür lebe ich eigentlich. Das ist, also für mich ist das Schlimmste Stillstand. Ne? Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal eine Woche oder zwei gammeln kann. Das mache ich sogar sehr gerne, aber ich muss irgendwie was machen. Ne? Eine Freundin von mir, die hat mal gesagt, der Till ist wie ein Fahrrad, wenn es aufhört zu fahren, fällt es um. Ne? So. Das ist ein interessantes Bild. Ne? Till Schweiger ist wie ein Fahrrad. Okay, jetzt bist du okay, dann bist du natürlich bei der falschen Versicherung. Du bist mehr für Kfz zuständig, das ist ja schon. Lass uns mal kurz in so einen Prozess reingehen. Ich denke, das ist schon mal eine richtig tolle Idee. Nun ist ja eine Idee, tolle Ideen gibt es viele, gute Filme gibt es nicht so viele. Eine Idee ist erstmal wirklich die Basis. Also ohne eine gute Idee gibt es gar nichts. Aber mit einer guten Idee hat man noch lange kein gutes Endergebnis. Ne? Jetzt gibt es auf jeder Messe ja auch immer 10.000 Hostessen, die da rumflitzen und ihre Giveaways verteilen ungefähr. Und jetzt schlaue Frage an euch. Woran erkennt man eine Hostess, die das in ihrem Leben zum allerersten Mal macht? Ja, wisst ihr das? Kann ich euch sagen. Gestern war nämlich der erste Tag. Und dann hatten von diesen, ich sag mal, keine Ahnung, hier werden mit Sicherheit 200 oder 400 Hostessen rumlaufen. Und von diesen 400 hatten ungefähr 80% High Heels an. Und ich laufe zwar nicht auf High Heels, aber ich weiß, wie schmerzhaft das sein kann. Und wenn man, ich weiß gar nicht, das fängt hier morgens um 9 Uhr an und geht bis abends 18:30 Uhr. Teilweise auch mit anderen Veranstaltungen noch, die da abends später noch sind. Wenn man locker 12 bis 15 Stunden auf High Heels steht, großes Kino, ganz großes Kino. Und heute, Tag 2, zeige euch gleich mal so ein paar Hostessen. Komischerweise hat heute keine High Heels an, alle haben flache Schuhe an, weil die wahrscheinlich alle gestern solche Elefantenfüße gehabt haben, dass es schon nicht mehr feierlich war. Zeige euch aber gleich, wenn ich wieder reingehe. Bin ich gerade nochmal Pause machen. Was haben wir denn jetzt hier? Gleich ist Mittagspause. Ja, eistechnisch ist auch noch nicht so ganz so viel los. Wir bremsen das gerade noch so ein bisschen, damit es dann nachher nach der Pause geht, nämlich nach der Mittagspause, da geht es dann richtig zur Sache. Zeigen. Bis gleich. Heute mal Gulasch mit Nudeln. Oh, mal was. Oh mein Gott, geht so. Dass ich meine Hand zugetapert habe, das hat heute, du siehst, schon mal ein bisschen geholfen. Wir haben es jetzt irgendwie kurz nach 2 oder so und wir haben noch 100, 150 Kugeln Eis noch. Und dann haben wir unsere magische Grenze, nämlich die 5000 Kugeln geknackt. Bis 5 Uhr die Messen offen, aber ich schätze mal bis maximal 3 Uhr, dann sind wir hier thematechnisch, dann sind wir durch so ungefähr. Beim Stand von Engelke, das war die Hannoversche, glaube ich, also gar keine Chance, war so voll. Und bei der VHV, da war auch so Hammel richtig voll bei Till Schweiger. Also da muss man riesen Schlange stehen, da konnte man dann irgendwie noch kein Ohrhase, glaube ich, eine CD von ihm oder DVD von ihm abgraben mit einem Autogramm drauf. Aber naja, habe ich mir gespart. Ihr habt es ja gesehen, reicht ja so auch. So, dann bin ich ja froh, wenn ihr gleich feiern habt, dann habe ich mich endlich Wochenende. Das war 1986, da war die Rente noch sicher. Kurz vor 3 ist es und wir haben es jetzt endlich geschafft. Meine Fresse, nee. Jetzt habe ich auch, nach 2 so Messetagen habe ich aber jetzt auch echt die Schnauze voll. Jetzt ist mir auch, jetzt tun mir auch die Finger weh. Die Flossen ohne Ende. Jetzt kann ich erstmal meine Pflaster wieder entfernen. Auch wieder, naja, krebsrot. Aber wir haben es jetzt hinter uns gebracht und jetzt haben wir es 3 Uhr. 2 Stunden vor dem eigentlichen Ende der Messe. Aber halb so wild. Wir sind im grünen Bereich und ja, was weg ist, ist normal weg. Und Eis geht ja bekanntlich immer, kennen wir ja. Jetzt bin ich erstmal schon mal zum Auto gelatscht, weil wir sind ja heute ein bisschen später angefangen. Da waren die
hallennahen Plätzen natürlich alles schon belegt. Aber ich musste jetzt locker eine Viertelstunde laufen, damit ich jetzt zum Auto kann, damit ich jetzt ein bisschen näher fahren kann, damit wir nämlich wieder aufladen können, weil sonst, weil mit dem Eiswagen laufe ich jetzt nicht eine Viertelstunde durch die Gegend, weil das mir dann zu schwer und die ganzen anderen Kisten. Ja. Ich hoffe, ihr konntet wenigstens ein bisschen was sehen oder erkennen. Das war eigentlich sehr voll. Ist eigentlich auch nicht so eine Messe, die so super hip ist. Also für uns zum Beispiel. Eher, lieber wahrscheinlich so eine IFA in Berlin oder so. So eine Technikmesse, da würde ich auch viel lieber sein. Aber naja, was soll's. Wir müssen ja nehmen, was wir mitnehmen können. Können wir uns leider nicht immer aussuchen. Ihr kennt das Spiel. Wir sehen uns mit Sicherheit im nächsten Vlog wieder. Und dann haben wir wahrscheinlich uns auch mal wieder ein bisschen regeneriert. So, bis dahin. In diesem Sinne und ciao.